Willkommen zurück hier bei Super Mario Kart Super Circuit. Perfekt, erstmal der Titel des Spiels schon wieder vergessen. Also, wir wählen den letzten Charakter, Bowser. Dann sind wir mit allen durch und ab dem Punkt werde ich dann random nehmen. Aber ich werde natürlich bei random aufpassen, dass es nicht zweimal derselbe Charakter hintereinander ist oder dass es schon mal so ein bisschen unterschiedlich ist. Also. Feuerblume und Pilz hatten wir beides, was war es, 100 Münzen und jetzt hoffe ich, dass es bei den anderen auch funktioniert. Ansonsten muss ich die nochmal spielen und ich hoffe, dass das ausreicht, um dann im Endeffekt die Retro-Cups freizuschalten. Nicht, dass ich da irgendwas noch brauche. Perfekt, erstmal eine Pfütze gefahren. Ja, die Strecke habe ich schon wieder komplett vergessen, aber tatsächlich vergesse alles in dem Game. Das ist einfach kein Game mit, was soll ich sagen? Das ist einfach kein Game, bei dem ich Texturen wiedererkenne oder Orte. Ganz einfach gesagt. Boah, so eine Scheiße. Okay, hier schön mitgenommen. Ja, 34 Münzen? Woher haben wir so viel? Ach scheiße, 33 wegen Toad. Ja, der hat eine Blue Shell. Geil. Ach so, ja, tolle Red. Erstmal Peach weggerammt, so du auch noch. Deine Bananen schmeißt hier nicht auf die Strecke. So. Ey, lass meine Bananen in Ruhe. Mann! Zack. Ja geil, die Bananen kann man nicht so weit schmeißen. Boah, jetzt sind B gedrückt, es ging noch. Komm schon. Ja! Ciao! Noch schön Mario überholt vor der Zielgerade, sehr geil. Auf der Zielgerade, meine ich. So eine Scheiße. Also, es fehlen noch 65, heißt 22 in den nächsten Strecken. Oh, Sky Garden. Geil, wieso blinkt es, dass ich nur eine Münze habe? Verstehe ich selber nicht. Verstehe nicht, was die Münzen bringen. Sie machen einen wahrscheinlich schneller. Aber so. Es wirkt so, als wäre es schlecht, wenn man wenig hat. Also. Wie soll ich sagen? Ich hab doch nach. Ach, stehen drei kann man nicht nach hinten feuern. So auch immer. Dafür kann ich eine nach vorne feuern. Okay. Also 65 fehlen noch, das muss ich mir merken. Auch wenn ich weiterhin dem Ziel nachgehe, so viele Münzen wie möglich mitnehmen. Scheiße! Natürlich komme ich nach den Münzen raus. Ja gut. Perfekt, Mario. Ja, was willst du von mir? Ey, lass meine Münzen in Ruhe. Lass das. Was ist das für ein Sack? Seit wann klaut der Münzen? So eine Scheiße. Muss ich extra Münzen sammeln wegen dem? Okay, hier habe ich jetzt noch ein paar mitgenommen. Naja.
29 heißt, es fehlen noch. Wie viel? Wir hatten 7 mehr als. Kein Plan. Ja, jetzt ist mein Mathe am Ende bei 65 plus 29. Anyway, jetzt 36, ne? Das heißt, 18 brauchen wir in den nächsten Strichen. Wie viel hatten wir noch? Ach, keine Ahnung, ich bin mit den Zahlen schon wieder am Ende. Ich glaube, es ist 36, aber. Wie auch immer, 18 in beiden Strecken ist möglich, denke ich. Ist ganz gut möglich. Wir haben uns einen Vorsprung erarbeitet, falls man so sagen kann. Schön reingepackt. Fuck! Passiert natürlich mir auch gleich. Als ob ich noch auf einer Münze bin. Ich habe doch voll viele eingesammelt. Ey, meine Fresse, geht mir es auf den Sack mit den Münzen. Was ist das für ein Vogel? Okay. Hauptsache irgendwie getroffen. Ja, geil. Wir brauchen noch 12 Münzen, um weiterhin den Vorsprung zu behalten. Geil, dass ich jetzt extra gebremst habe. Ich hab den nicht mal abgefeuert, ich hab gedrückt gehalten. Ist mein Vogel umgefahren? Perfekt. Ach, scheiße. Das Ding hält einen ja komplett auf. Geil, du bist auch in den Backrooms gelandet. Junge! Ich komm mit der Bowser-Steuerung irgendwie nicht klar, ich weiß auch nicht. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass ich hier so mies alles verfehle. Ja, wahrscheinlich! Weißt du, die Krabbe gibt so einen Fick auf dieses Boostfeld. Durch diese Krabbe hat es mir einfach alles zerstört. Jetzt habe ich auch noch das Ding verfehlt. Ja, geil. So eine Scheiße. Okay, wir hatten 14 Münzen. Das heißt, wir brauchen jetzt 22. Ah. Oh, war das die Strecke, wo ich einmal verkackt habe, aber hart. Es scheint eine lange Strecke zu sein und eine, wo man wohl durchaus mal den Weg verkacken könnte. Ja geil, ich bin auf 0 Münzen. Geil, dass ich jetzt die ganze Zeit dieses Blinkgeräusch habe. Das nervt mich echt hart an dem Game. Ja, halt's mal Donkey Kong. Bis dem. Meist ja, einfach mal auf die Strecke, wenn ich hier schon so blöd fahre. Wait, was? Das sind die Scheigerzelte, ach so. Wie die einem Geld klauen und einen Land. Oder klauen die einem Geld? Wahrscheinlich schon. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so einen Scheiger in der Fresse hatten. Na egal, wir brauchen noch 8 Münzen. Wir haben schon 14 in der ersten Runde. Das ist doch eigentlich ganz gut. Wenn wir jetzt nicht irgendwie blöd getroffen werden. Ansonsten starte ich das Rennen neu. Ja. Fuck. Nein. Ja, hallo, geh runter von mir. Jetzt habe ich mein Item instant eingesetzt. Ja, geil. Niemand hat ein Item, wie es aussieht. Meine Scheiße. Nur noch 6 Münzen. Ich werde jetzt ein bisschen chillen. Ja! Ja! Ich habe sogar ihm die rote geklaut. Perfekt. Ich bin echt am überlegen, ob ich das Rennen aufgeben soll. Ja,
Ja, mir fehlen noch 7 Münzen und nee, ich gebe auf. Ich fahre noch irgendwem in die Presse. Oder auch nicht. Nee, ganz ehrlich, das wird nichts. Allein wegen dem Geld. Wo ist der Junge Luigi? Was ist mit dir passiert? Ist dem gut? Also ja, wenn es mit den Münzen nicht passt, dann starte ich einfach neu, denn mir bietet das Game die Chance und ich habe keinen Bock hier wegen einer verkackten letzten Runde, wo ich schon noch von der Roten gebumst werde, deswegen zu verkacken. Ich finde nicht, dass es jetzt... Also ja, klar, irgendwo kann man sich immer verbessern. Es ist ein Rennspiel. Es wird ja auch in Jahren noch möglich sein, Diddy Kong Racing den Weltrekord zu brechen, denke ich. Aber dass ich hier dermaßen von Münzen beklaut werde, der Scheige hat mich auch zerstört. Das war wiederum mein Fehler, aber komm schon. Oh Mann, egal, ich bin hier gut bei Münzen gelandet. Sind jetzt auch schon ziemlich gut mit den Münzen dran. Ach, wieso habe ich da nicht mehr bekommen? Diese Hitbox ist so schwer zu treffen. Ja geil, durch das RAM habe ich jetzt schon hier nicht die Anzahl, die ich brauche. Ey! Blöde Drecksau. Okay, 29, wir haben uns einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Irgendwie ein Stich klein. Ach fuck. Oh Mann. Ja, passt in das Scheigerding reingefahren. Das wäre jetzt ganz schlecht gewesen. Perfekt. Okay, gute Münzen hier mitgenommen, aber münzenmäßig kann diese Strecke echt alles zerstören. Aber naja. Wir haben es hinter uns und sicher mehr. Ja, wir haben irgendwie 112 Münzen, wenn ich richtig aufgepasst habe. 112 sollten es sein. Und das sollte reichen, um einen Schritt näher zu kommen an die Retro Cups. Ich hoffe echt, dass ich sie dadurch freischalte. Wäre geil. So ist es, 112, habe ich richtig aufgepasst. So. Also, nächsten Part dann mit dem Stern Cup. Das Stern Cup, ziemlich sicher. Bis dahin und ciao.